Grand Garage Paul Wengler, seit 1926, ein Numm, ein Mark, ein Adress. Wir sind Ihre Spezialist an Sachen Ford und Ford US. Mit einem breit gefächerten Fachwissen von Karosserieerbesten, Restauration bis hin zur Technik und Rennsport. Besicht uns zu Ettelbrück oder unter www.fordwengler.lu. Der feierte Lauf von der Lützebäuer Bierschmeisterschaft ist zu Homburg der 16. Juli 2017 gefahren. Guten 13. am General am 1. Lützebäuer geht Daniel Dunkels. Knapp hinten drin ist der Canyon Marconi 14. mit dem VW Scirocco. Am Moment sind wir an der Halschen von der Meisterschaft und der Canyon ist bei den Tourwehen Souveränheit unterspitzt. Der nächste Lützebäuer fand mir mit Cedric Schilling auf der 4. Platz. Der Charles Valentini hat sein Subaru auf die 45. Position und der Nico Schilling geht den 51. ebenfalls auf Subaru. Gut auf Form war auch der Georges Kuipers, den er nochmal fertig gepusht hat, ihn und einen anderen Pilot aus dem Team Schilling zu packen. Der Georges geht der 55. Insgesamt waren 116 Fahrer klassiert. Next one aus der Leo Linden, nehmen 91. heute zu Homburg. Die Ursache für das schlechte Klassement war auch die Route am 3. Lauf. Auch wie das in Deutschland alle Zeiten zusammengezählt ging, als das Platz dabei rauskommt. Sandra Becker geht mit Clio der Tonarzt und Marcel Nippertz geht in Position 103 mit dem Fiat von der Vorder. Die Werner Becker mit 10 DS3 fand mir auf der 112. Platz und der Pascal Becker geht den 115. mit dem Clio. Ende der 90er Jahre.
1 heute Morgen ging die Ferrari plötzlich aus und dann ja doch wieder an, was zu Zeitverlust gibt im zweiten Mal. Gewonnen hat die 44. Edition von der Homburger Bierschkurs Remenkeier den Uwe Lang mit Osella. Zweiten geht der Frank de Bruyne, am dritten der junge Schweizer Robert Faustini. Sie hat zum Tour gewonnen, war die Björn Wiebe, 8. und Renault Laguna. Autocenter Gödert, Ihre Pneuenhändler zanter 60 Jahre. Dir fand als zu dickrisch und auch zu Kunstdorf. Wir bieten euch all Mosse von Pneuen und Accessoiren, sowie Stockage, Spurerstellung, Vidange und Bremsen, Wundallokation von Schneeketten und ein Self-Kawasch zu dickrisch. Autocenter Gödert, Ihre Pneuenspezialist zanter 60 Jahre. Nächstes Sujet am Racingmarkt der Rallye Lützburg 2017. Wir gucken heute, wie aus einheimischen Equipagen am Rallye aufgestellt wird.
Ein anderer Bericht sieht die Faszination Motorsport ab dem 1. August um Dock. Der Gewinnerauto vom Rallye Lützburg hat sogar einen Lützburger Flagg an der Fenster. Es gewann den Kurs den deutschen Marian Griebel und der Lützburger Co-Pilot Johnny Blom um Hyundai R5. An eurem Bild ist Steve Hernandez beim Citroën DS3 WRC. Durchrasé, gauche durchrasé. Pour attention, droite 3. Droite 3. 160 mètres, gauche 3 plus pas corde. Gauche 3 plus pas corde. Pour droite 5, pas corde. Pour gauche 5, pas corde sur sommet. Et 40 mètres, droite 5 tours. Pour long gauche 5 long sur sommet vite. Et 60 mètres, attention, gauche 5. Gauche 5, attention, pour 40 mètres et gauche 3 large. 80 mètres à vue. Pour gauche 4 tours. Rallye war Steve noch der zweite Gesamtplatz. Wer ist denn eigentlich zufrieden mit dem Rallye bislang? Natürlich, ich fange gelohnt, den Auto kennenzulernen. Und ich meine, das noch ein bisschen mehr dran. Auf den zwei letzten waren wir zwar oft unter dem Limit drin, aber die zwei ersten waren wir ein bisschen dafür. Ich meine, ich habe immer Zeit verloren. Weil ich meine, mit den Jungen, die hier fuhren, muss man wirklich feiern. Nur ein kleiner Malheur. Gibt es tief den Feiert nach dem General, also aber trotzdem beste Lützebäuer Pilot. Der Ronny Fuchsus ist auch 2017 am Fiesta R5 um die Paar. Sein Co-Pilot ist auch nicht der Luc Arendt mit Jennifer Thielen. Beide gehen die 7. am General noch ein paar Probleme. Rinn ganz schnell war auch den Duo Munove Lammers. 11. gesehen am Subaru im Preze. Weiter geht dann mit Claude Streicher, den auf die 14. Platz kennt und einen gelohnten Mitsubishi Lancer Evo 10. Ganz zufrieden waren auch sicherlich der Jacques Gregorius und Franz Diedrich, die gut 19 am General gesehen beim Ford Fiesta. Da geht weiter mit Georges Gödert und Patricia Wanderscheid, 24 mit dem Subaru Impreza. Patricia ist auch im Moment der erste an der Co-Pilot-Wertung vom Lützburger Rallye-Championat. Da kommen
op 25. Platz de Mark Ernst am Fiesta R2T an 33. Gëtt den Olli Kriddel am BMW 2002. Die zwei Peugeot 106 Piloten Krämer und König trennen zum Schluss nur ein paar Sekunden. Der Nief geht der 36. und der Chris der 37. Feierabend Autoen fahren auf der Arrivé. Davon geht der Charles Wagner auf den 41. beim Citroën DS3 R1. Natürlich gibt es auch eine Reihe Ausfälle bei diesem Rallye Lützburg 2017. Direkt an der allerersten Spezial erwischt vier Lützburger Piloten, und zwar der Gilles Jacobi, Marc Zenners, Gerard Lopez und auch die Christine. Wenn sie von der Straße aufkommen, die anderen hatten festes Problem. An Abando ebenfalls für den Patrick Gängler auf diesem Rallye Lützburg 2017. Der Bob Kellen hat sich sofort fährst der R5 gelohnt für diese Rallye Lützburg. Die Begeisterung war groß. Nee, das ist genial ein Auto. Ja. Als je op een leef gevoerd gaat, gaat het definitief naar het doen. Ja, voeren dan nog een paar. Dat spectaculaire auto moet je definitief erop winnen. Also, ja, moet je een paar kilometer maken. Kijken we maar wat dat gaat. Zum Schluss ging het niet om Bob. Met Bob van Fiesta R5 wordt nu Nation 2 speciale gestreikt. Am nächsten Abend geht von Tommy Rollinger mit dem Peugeot 207 S2000 auf der dritte Spezial vom Rallye. Auch nicht auf der Arrivée werden Mike Souvenir mit Renault Clio sowie die Sam Weimerskirch mit Mitsu. Allkers wird die Mechanik von ihrem Auto sie geplot. Die Präparationen waren drei Wochen für drin, wo die Organisation geholfen feiern. Da extra ein Auto für den Rallye Lützburg gelohnt. Und natürlich ist der Kandel aufgerappt und hat das Auto noch angefangen zu brennen. Ja, natürlich ist die Enttäuschung ganz groß. Ne. Wie warst du dann zufrieden mit dem Material gewirkt bis zum Ausfall? Also, die E-Spezial haben wir mal darum zu gewinnen, Bremspunkte, das war alles etwas kompliziert wie bei meinem Saxo oder Peugeot 206. Aber du hättest gemerkt, dass aber nach Jettern drin und du haben wir dann auch alles zugeschlagen und die Zeit geht noch mal besser. Aber natürlich bis los auf die dritte hat es eben schief gegangen mit dem Kader. Ausfall ebenfalls für die Guy und den David Lucius, beide natürlich mit Opel NRW. Der Guy mit Mascona, den David mit Kadett. Ja.
Und auch den Deutschen Patrick Funk hat mit seinem Lützbeier Co-Pilot Kick Foxus der Rivier nicht gesehen, Mitsubishi. An der letzten Abonnement auf unserer Lust ist der Claudi Bierschem am VW Golf. In der Zeit und Rallye Lützburg zusammen mit Jenny Graskes gefahren. Bei Mike, wir machen Broderie, Transferdruck mit Folie oder Flock und Sublimation, das alles auf verschiedenen Textilien oder Accessoiren. Außerdem Autokolon für Autos, Glas, Mauern, Bannen oder Bausen oder alle anderen Oberflächen. Auch bieten wir eine Autovollverlängerung oder Fenster verdunkeln respektive mit Sicherheitsfolie beschichten. Kontaktiert uns einfach per E-Mail an info@bymike.lu. Wenn ihr Hunger habt, dann empfehlen wir euch bei Leos Burger zu gehen, zu Berlding, neben der Q8 an der Lützburger Straße, ob Nummer 91.